Willkommen zurück zum Kurs C-Sharp-Programmierung. Und wir schauen uns jetzt etwas genauer die Main-Funktion an. Ich hole erstmal den Solution Explorer wieder zurück, den ich im letzten Video klein gemacht habe. Und wir löschen jetzt erstmal diese Funktion addiere, die wir hier geschrieben haben. Und schauen uns ein bisschen näher an, was denn eigentlich die Main-Funktion, die ja den Einstiegspunkt in eine C-Sharp-Application erfüllen muss. Also was die Main-Funktion ist. Und dazu gibt es im Prinzip ein paar Grundsätze, die man beachten muss. Standardmäßig ist ja die Main-Funktion von Visual Studio so vorgegeben, wenn wir uns ein neues Projekt erstellen. Das heißt, wir haben hier den Modifizierer Static, wir haben nichts als Rückgabetypen. Die Funktion heißt eben Main. Im Vergleich zu C sehen wir, dass das M groß geschrieben ist. Und es gibt einen Parameter String, einen String Array, der eben Args heißt. Ja, also die erste Vorgabe ist schon mal, dass eben die Funktion genau so heißen muss. Main mit großgeschriebenen M. Also es ist nicht möglich, dass ich hier Main mache. Dann sieht man schon, dass hier diese Funktion offensichtlich nicht der Einstiegspunkt ist oder nicht als Einstiegspunkt erkannt wird vom Analyse-Tool. Und natürlich muss Main, wie schon im vorherigen Video gesagt, in einer Klasse stehen, so wie jede Funktion in C#. In welcher Klasse das ist, also im Üblichen ist es so, dass man mehrere Klassen für ein einzelnes Projekt schreibt und diese Klassen interoperieren dann miteinander. Es ist völlig egal, in welcher Klasse diese Main-Funktion steht. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache hier eine andere Klasse, die nenne ich hier einfach mal foo, das ist so ein typischer Bezeichner, wenn kein Name gerade einfällt. Und wenn ich jetzt diese Funktion hier reinkopiere, dann ist das vollkommen okay. Und wir können hier auch einen Breakpoint setzen. Breakpoints setzen, wir haben ja schon gelernt, hier über die linke Leiste. Und wenn ich dann das Programm mit F5 ausführe, dann landen wir eben genauso hier in der Main-Funktion als Einstiegspunkt. So, was nicht erlaubt ist, dass man mehrere Main-Funktionen hat in verschiedenen Klassen. Sieht man schon hier, der Compiler sagt dann, dass es mehrere Einstiegspunkte in dieses Programm gibt und das ist eben nicht erlaubt. Also genau eine Funktion, die eben so heißt, und die darf in genau einer Klasse vorkommen. Das nächste, was wir beachten müssen, ist, dass diese Main-Methode mit dem Modifizierer Static gekennzeichnet ist. Was der Static Modifier genau macht, schauen wir uns in einem späteren Video nochmal genauer an. Im Prinzip heißt das eigentlich bloß, dass diese Methode nicht direkt an ein Objekt gebunden ist. Aber was das genau heißt, wie gesagt, schauen wir uns später an. So, und dann kommen wir zu den variablen Dingen der Main-Funktion. Wir haben hier eben diesen Parameter. Entschuldigung, eigentlich ist das der komplette Parameter, also eben ein String-Array mit dem Namen Args. Das Tolle ist, er ist nicht notwendig. Über diesen Parameter könnten wir eben Parameter mitgeben, wenn wir das Programm über die Konsole aufrufen. Was auch möglich ist, dass man sogar sagt, wenn wir hier im Debug Teil der Eigenschaften des Projekts, also nochmal, ich bin hier auf Rechtsklick, Eigenschaften des Projekts, und hier im Debug Writer können wir dann Command Line Arguments angeben. Und genau diese würden eben hier in diesem String Array
drinstehen. Und wie man sieht, ist es auch nicht notwendig, dass dieser Parameter genau args heißt, sondern ich habe jetzt einfach mal die Langform, die besser zu lesen ist, arguments verwendet. Ist vollkommen egal. Also entweder ist hier ein Parameter von Typ eines String Arrays oder eben nicht. Wenn man keine Werte entgegennehmen möchte, ist das auch vollkommen okay, sie hier wegzulassen. Das nächste, was noch variabel ist, ist eben der Rückgabetyp. Aus der C-Programmierung sind Sie sicher gewohnt, dass hier eigentlich ein Int steht. Und genau das ist auch noch in C-Sharp möglich. Wenn hier natürlich ein Rückgabetyp steht, ist es genauso wie im letzten Video. Wir müssen dann ein Return-Statement haben, das eben genau einen Wert von diesem Typen zurückgibt, also beispielsweise die 0. Das war auch das Übliche, was man in C gemacht hat. Wenn das Programm fertig war, hat man mit diesem Return 0 eigentlich dem Betriebssystem, also dem Starter des Prozesses, mitgeteilt, dass das Programm korrekt abgelaufen ist. Das ist letztendlich ein Programmierrelikt noch. Das war in den 70er und 80er Jahren üblich, dass man das Betriebssystem über eventuelle Fehler im Programm mit eben einem solchen Status-Code, der über diesen Rückgabetypen weitergeleitet wird, dass das eben ein guter Stil damals war. Aber heutzutage ist es absolut nicht mehr notwendig, weil ein Betriebssystem im Normalfall gar nicht darauf reagiert. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn hier Void steht, statt eben des noch aus C üblichen Int. Und dann kann man sich diese Return 0 Anweisung am Ende der Methode sparen. Ja, also letztendlich haben wir kennengelernt, Main-Funktion muss genauso geschrieben sein, darf nur einmal in genau einer Klasse vorkommen, muss den Modifizierer static haben und wir sind eben flexibel im Parameter, wenn wir Kommando-Anweisungen oder Kommando-Parameter über die Kommandozeile entgegennehmen wollen, dann machen wir das über diesen String Array. Und wenn wir Status-Codes zurückgeben wollen, müssten wir hier eben im Rückgabetypen Int setzen statt Void. Aber wie gesagt, letzteres wird eigentlich gar nicht mehr eingesetzt. Diese Argumente entgegennehmen, je nach Anwendung ja. Also ich benutze es persönlich relativ selten, weil es auch noch andere Möglichkeiten gibt, eine Applikation zu konfigurieren, ohne dass ich da explizit Argumente beim Start übergeben muss. Aber das ist durchaus noch gängig, dass man Kommandozeilenparameter hier entgegennimmt und hier im Code dann auswerten würde und anhand dieser Parameter bestimmte Sachen macht. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen für dieses Video und im nächsten Video schauen wir uns tatsächlich mal an, was kann ich denn hier unten eigentlich alles für Code schreiben.